Hallo. Mann, ich weiß wieder nicht, mit was ich starten soll, mit welcher Begrüßung. Also, ja, singen wir wieder irgendwelche Scheiße. So, lange ist her, so lange, dass ich nicht mehr weiß, in welchem Ordner es ist. Deswegen, ja. Aber ich habe immer gesagt und werde immer sagen, wenn ich ja, mich nicht in der Stimmung fühle aufzunehmen, dann nehme ich halt nicht auf. Und so war es in der letzten Zeit, ja, denn es wird sich noch viel verändern. Ich vermute ich mal, also es läuft auf jeden Fall sehr stark drauf hinaus, dass sich demnächst viel verändern wird. Und ja, deswegen sieht es aktuell schlecht aus mit Zeit haben und Lust haben und demnächst wird es auch schlecht damit. Bis, ich muss überlegen, Oktober, November, Dezember, ja, November, Dezember könnte es wieder ein bisschen normaler werden, aber bis der Zeit wundert euch nicht, warum dann keine Videos kommen. Das kann daran nichts ändern. Wenn ich keine Lust habe oder was anderes zu tun habe, dann kann ich keine Videos machen. Das geht ja nicht anders, wie gesagt. Und den ordne ich eine niedrige Priorisierung zu, diesen Kanal, weil das eben nur Hobby nebenbei ist. Also ist das immer so. Und wenn die Leute abspringen, ist es halt so, ne? Weiß ja auch nicht, was für Leute da abspringen. Ob das jahrelange Abonnenten sind oder nur der, keine Ahnung, indische Typ, der für mich für Sub abonniert hat. Keine Ahnung. So oder so. Na, egal. Genug rumgenörgelt. Jetzt spielen wir mal ein bisschen Trackmania weiter, ne? Das hier ist Part, ich habe keine Ahnung, 180 oder so, 190. Glaube ich, bin schon, Gott, ich kann schon bald eine Spezialepisode machen. Folge 200. Das Tolle ist, ich wüsste jetzt nicht, was ich machen sollte. Bei Folge 100 ist mir ja irgendwie die Beta in die Hände geflogen und deswegen konnte ich ja das Video machen. Aber würde mich wundern, wenn jetzt noch eine Beta aufgetaucht ist. Aber es gibt ja so bestimmte Internetseiten, da kann man immer nachgucken, ne? Und dann vielleicht verfinde ich was. Das Komische ist, die Demo, die ich ja gefunden habe, in Folge 100, die habe ich nicht auf einer Beta-Seite gefunden. Nein, die habe ich einfach stumpf durch Google gefunden. Und dann das Ding zu finden, ich habe die dann, glaube ich, auf irgendeiner, keine Ahnung, italienischen Seite oder so, habe ich das dann gefunden. Komisch, komisch. Dann lief das natürlich ja auch nur auf Windows XP. Ich glaube, habe ich es, glaube ich, laufen lassen. Ja, nur darauf lief das. Habe ich Windows 98 benutzt, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall einen alten Computer. Ja, weil es natürlich dafür keinen Crack gibt. Würde mich wundern, wenn es für eine Beta, wo du ein anderes Hauptspiel brauchst, einen Crack gibt. Ja, wenn du selbst einen hast, dann gibt es bestimmt einen, aber ja, so an sich gab es natürlich keinen. Wir starten sogar ausnahmsweise mal nicht gleich am Anfang mit dem üblichen Auto. Und dann machen wir gleich wieder irgendeine Scheiße hier. Oh, gleich wieder drehen hier. Am Anfang muss man wieder hier das Gas loslassen. Und so fährst du ja einfach hier in die Wand rein, ne? Der will schon in die Wand reinfahren. Aber wenigstens habe ich auch, wenn ich nicht die Aufnahmetaste gedrückt habe oder aufgenommen habe, habe ich ja wenigstens ein bisschen was gespielt, ne? Wirklich viel nicht, aber ein bisschen. Ich spiele ja momentan noch Red Dead Redemption 2. Ja, ich habe ja schon ordentlich Zeit reingesteckt und ich glaube, ich bin bald mit dem Spiel durch. Also, man merkt das ja immer irgendwann, ne? Du spielst ein Spiel die ganze Zeit und irgendwann denkst du so, ja, okay. Ich glaube, das Spiel endet bald. So wie die Geschichte sich gerade verändert, endet sie bald. Und ich wurde meistens bis jetzt noch nicht getäuscht. Meistens war das wirklich immer so. Aber schlimm ist immer, wenn man ein Spiel durchspielt, ne? Diese Leere, dass man das Spiel dann nicht mehr, ja. Spielen kann man es natürlich immer noch, aber eben die Story ist dann, ja, zu Ende, durch, ne? Manchmal fehlt dann auch eben dann noch die Motivation, eben das Spiel scheiße weiterzuspielen. Obwohl Red Dead Redemption 2 hat ja so einen Online-Modus, ne? Habe ich noch nie reingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ne, wo GTA 5? Da habe ich mal reingeguckt. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Aber, ja, es. Ich bin einfach eben der Typ, der für Story und Einzelspieler ist als Multiplayer. Ich spiele wirklich extremst wenig Multiplayer. Aber naja, jeder ist da anderer Typ, ne? Aber dafür habe ich letztens mit einem Kollegen, weil der ja immer so viel Halo Online spielt, beziehungsweise hier den letzten Halo-Teil, Halo 5 Guardians, spielt er immer im Internet bei Xbox. Und ich habe auch eine Xbox. Und das habe ich auch in den letzten Tagen haben wir online gespielt. Und mein Kollege war, obwohl du keine Xbox spielst, bist du aber gar nicht mal so schlecht. Ja, es kann zwar sein, aber oh Gott, ich will unbedingt mit Maus und Tastatur spielen. Ah, mich regt das mal so auf, ey. Ich hab den scheiß Controller auf die niedrigste Geschwindigkeit eingestellt. Aber wenn ich ziele, ist mir das dann zu schnell.
Und wenn ich mich drehen will, weil mich irgendjemand von links oder rechts abknallt, ist das wieder zu langsam. Ah, furchtbar. Klar, es gibt auch so eine Beschleunigung, dass er dann eben schneller wird, wenn du ein bisschen... länger in eine Richtung drückst ungefähr, aber... es bringt auch nicht das Ziel, wie gesagt. Es geht einfach nicht, ich bin einfach kein... Der Konsolero bin ich schon, weil ich bin ja auch mit Konsolen aufgewachsen, aber Ego-Shooter wurden immer mit scheiß Tastatur und Maus gespielt und das ist da so drinne. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht wirklich so scheiße, aber ja. Hier Maus-Tastatur. Soll ja bald der nächste Halo-Teil kommen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber auf jeden Fall gibt es ja auch dann so ein Online-Ding da mit bei und das soll es ja auch für den PC geben. Würde mich wundern, wenn du das auf dem PC spielen kannst, aber dann unbedingt einen Controller brauchst. Die werden das irgendwie anders geregelt haben. Wahrscheinlich, dass du dann eben nur Leute, die mit Controller spielen, dann da zusammengeschmissen werden. Obwohl, dann kannst du auch theoretisch schummeln. Kannst du trotzdem Maus und Tastatur benutzen, auch wenn du Controller angeschlossen hast. Ja, da gibt es dann bestimmt die einen oder anderen, die dann eben so gesagt cheaten, ne? Mit Maus und Tastatur. Aber es gibt ja sogar für Xbox 360 damals so ein komisches Ding, was du anschließen konntest, damit du Maus und Tastatur an der Xbox 360 anschließen konntest. Oder an der PS3. Wo ich gar nicht, ob das aktuell für die PS4 und PS4, PS5 oder Xbox One oder Xbox, wo fahre ich denn hin? Series X gibt. Und theoretisch habe ich auch noch eine Xbox Series X in der Vorbestellung. Aber ich glaube, die cancel ich, weil, ich brauche die nicht. Ich habe einen leistungsstarken PC. Brauche keine Xbox Series X. Weil es gibt ja auch keine Exklusivtitel, sonst hätte ich das Ding ja behalten. So wie bei einer PlayStation 5 oder bei der Switch. Wie gesagt, dafür hätte ich die definitiv behalten. Aber wie gesagt, für die Xbox Series X gibt es ja gar nichts. Überhaupt keinen einzigen Exklusivtitel. Selbst für die Xbox One gab es mehr oder weniger nur Halo 5 Guardians. Die anderen Spiele kamen aber trotzdem alle nachträglich raus. Oder vielleicht auch Rare Replay oder so, aber ja. Sind ja theoretisch auch nur aufgewärmte Spiele von damals, ne? Kannst ja notfallsweise auf der alten Xbox spielen. Wenn du dann unbedingt Conquer Live Reload spielen willst. Aber nein, das hat bessere Grafik, ja. Das ist trotzdem an sich dasselbe Spiel. Grafik hin und her geschoben, ne? Aber neue Grafik macht nicht ein neues Spiel daraus. Oder bessere Grafik, eher gesagt, ne? Selbst wenn sie Ubenus holt. Das alte Spiel. Mit neuen Grafik machen würden und das Spiel würden das Spiel eben 1:1 zu lassen, wie es ist. Oder beziehungsweise noch schlimmer, die machen einfach nur HD-Texturen drauf, so ungefähr. Es wird trotzdem dasselbe Spiel bleiben. Außer du machst natürlich wie Capcom, ne? Mit Resident Evil. Die haben ein komplett neues Spiel dann rausgebastelt. Also Resident Evil 2 und 3 haben sie, glaube ich, remake, ne? Ja, die sind ja komplett neu gemacht und haben eigentlich nur noch storymäßig was zu tun mit dem originalen Teilen auf der PlayStation 1. Glaube ich. Profi bin ich jetzt nicht. Ich habe den zweiten und dritten Teil mal irgendwann gespielt vor Jahrhunderten. Aber ja, so lange, ich weiß gar nichts mehr von. Und den Teil habe ich, also die neuen Teile habe ich auch nur zugesehen bei einem Kollegen. Das heißt, da habe ich dann auch nur irgendwie gefühlt eine Stunde vielleicht mitbekommen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich irgendwie kaum irgendwas mitbekommen, was da irgendwie so wirklich jetzt so gleich ist. Aber ich sag ja, wir müssen beide Spiele schon irgendwie gespielt haben, dann könnte ich sagen. Also wenn die Track Me in der Sunrise remaken würden, dann könnte ich natürlich sagen, was sie alles verändert haben. Könnte ich wahrscheinlich auch jeden kleinen bisschen in der Engine sagen, was sie verändert haben. Aber naja, hier habe ich ja auch schon, wer weiß wie viel Zeit reingesteckt. Oder ich glaube ein Spiel wie Need for Speed Underground, das wäre auch so ein Spiel, wo ich das sehr gut beurteilen könnte. Denn die Steuerung in Need for Speed Underground 1 war ja schon sehr casual, ne? Unfinished. Wollt ihr ihnen einen Namen geben? Ich würde sagen, von den Bauteilen sieht das fast aus wie eine Demo-Strecke, aber... Das kann nicht sein! So viele Bauteile hat man in der Demo nicht. Aber ich habe schon gesagt, ne? Es gab ja ein Cheat-Programm dafür, damit du ordentlich Koppers hattest. Aber ne, diese komischen, na, Looping-Dinger hier, die in der Luft da hinten schweben. Das sind, glaube ich, keine Demo-Teile. Aber was? Turn left, das so. Oh, schnell kann ich nicht lesen. Da musst du doch früher einblenden. Wow, okay, das ist irgendwie dumm. Man weiß, das Ziel ist wirklich 7:33 und ich habe auch irgendwie so einen Dreh gebraucht. Wow. Wahrscheinlich,
ist sie deswegen so hoch gekoppert, weil der hat einfach nur verdammt viele Teile benutzt, um die Strecke möglichst lang zu machen. Na, wir wissen ja, ne? Eine lange Strecke macht nicht eine gute Strecke aus. So wie ich damals immer dachte, lange Videos, doch lange Videos sind gute Videos, so. Das ist ja aber auch nicht so, ne? Deswegen, Fehler, die man machen muss, damit man sie weiß, dass man sie gemacht hat. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Aber hier sieht es so aus. Oh nein, ich hasse diese scheiß Kurven, die du nicht einsehen kannst. Da habe ich immer Angst. Angst, dass ich runterfall. Ich weiß nicht, wie die streng gebaut sind. Boah, wo wir von Rallye-Strecken sprechen. Boah, die Strecken sind so klein. Ich brauche große Strecken. Sonst falle ich hier doch raus. Ich wollte sagen, von allen Sachen, wo man hinfliegen soll, war das bestimmt das Falscheste von allen. Hä? Wo sollst du denn hin? Sollst du jetzt auf die Halfpipe oder sollst du noch einen tiefer? Ich denke mal, du sollst einen... Ja, genau, noch einen tiefer. Wahrscheinlich sollst du hier hin, oder? Oder nicht? Sind hier irgendwie so Pfeile, die mir sagen von wegen so, ja, du bist hier richtig? Ne, irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Oder fahre ich jetzt wieder hoch? Ja, ich glaube, ich fahre ich wieder hoch? Ah, nee. Ha, ha, ha. Witzig, witzig, witzig. Du kommst ja hier wieder hin. Oh, und jetzt bin ich zu schnell. Oh, fick dich doch, ey. Das kann doch nicht angehen. Das heißt, du musst, ja, genau. Slow, slow, slow. Und dann, das reicht ja locker, um darüber zu kommen. Scheuer, dann hat es einfach nur als Verlängerung da unten gebaut. Dark lol. Okay, auch wieder fake. Soll ich woanders hin? Soll ich langsam oder nicht so langsam? Okay. Ja, auch ein bisschen unbedacht gebaut die Strecke. Ach so, dieser komische In-Looping, wo du genau, wo der immer kleiner wird. Das hat auch irgendjemand hat es mal gebaut und alle haben es nachgebaut. Okay. Ja, danke, Pfeile, dass ich da hier hinfahren soll. Brauche ich Geschwindigkeit? Ja, gut, brauche ich nicht. Guck mal, ich bin sogar besser als, als wer? Ja. Okay, das sieht komisch aus. Gott, ich glaube, ich erinnere mich sogar so ein bisschen an die Strecke. Was denn da los? Hallo? So viele Strecken gefahren und ich erinnere mich an die Scheiße. Oh, wo ist ich denn hin? Ist hier irgendwo ein Checkpoint versteckt? Oder ist das hier einfach nur so ein Labyrinth ungefähr? Und warum heißt die Strecke Unfinished? Einfach nur, weil es wirklich der Name der Strecke ist oder weil sie wirklich Unfinished ist? Fragen über Fragen. Ach ja, und ich habe noch was gemacht in der ganzen Zeit. Ich habe eine Serie weitergeguckt. Sogar viel weitergeguckt. Hä? Jetzt bin ich aber mal wieder hier? Oh Gott, bin ich verwirrt. Ich habe One Piece weitergeguckt. One Piece, Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich sehe dann den Scheiß-Dings hier, den Scheiß-Checkpoint. Ja, ich habe die eigentlich lustigerweise bis Folge 400 geguckt auf Deutsch. Dann habe ich sie irgendwann auf Japanisch gesehen, weil mir das einfach zu lange dauert, dass die Deutschen irgendwann wieder zu Potte kommen. Und dann, ja, jetzt habe ich sie wieder in Deutschland weitergesehen. Irgendwie ab Folge, weiß ich nicht, 500, schieß mich tot, habe ich weitergeguckt. Und ja, bin jetzt schon bei Folge 700 oder knapp vor 700. Und man gewöhnt sich schnell wieder an die deutsche Sprache. Oder sollst du irgendwann das hinspringen? Hier oben. Bescheuert, ey. Naja, du kannst ja dann alles schnell gewöhnen, ne? Gibt wahrscheinlich auch Leute, die haben sich schon an die neue Homer Simpson Stimme gewöhnt. Hä? Weißt du, da ist so ein Teil. Der kannst du auch nach oben. Komme ich denn da hin? Weißt du, irgendwie... Geht das hier zum Tunnel? Tunnel? Ja, hier geht's runter zum Tunnel und die Pfeile zeigen in die Richtung. Könnte das richtig sein? Genau, nur deswegen hat die Strecke so eine lange Zeit, weil man die einfach nicht zurechtfindet. Da muss man wischen, dass man in den Tunnel fährt. Also können wir die Strecke jetzt neu starten oder mache ich eine neue Topzeit?
Ach nö, bin ich schon wieder hier? Nee, jetzt geht's hier nach oben, ne? Die Strecke fickt mich gerade so richtig hart, hä? Da kommst du wieder woanders raus, aber dann sind da wieder irgendwelche... Ich hab keine Ahnung, ich verstehe das einfach nicht. Und dann vielleicht ist das falsch, dass ich überhaupt so fahre und du sollst woanders längs fahren und ich verpasse hier einen Checkpoint? Ich hab keine Ahnung. Ich müsste mir schon meinen Replay von damals angucken. Ich Idiot, fang da nochmal rüber. Oder sollst du da wieder rüberfahren? Das heißt doch einmal drehen und dann nach rechts? Guck mal, das ist nämlich ein Dingstier. Ist das right? Der ist not right. Ach, doch. Das ist right. Hier ist noch ein Dings hier. Ah. Da ist noch ein Checkpoint. Ah. Ist die Frage, sollst du nach oben oder nach unten fahren? Guck mal, da hinten bin ich. Da hinten bin ich. Von damals, wie scheint. Ich habe echt keine Ahnung, ob du jetzt hier runterfahren sollst. Ich denke mal, ne? Fahren wir aber nur geradeaus. Schieter. Toll, sind wir wieder hier an der gleichen Scheißstelle. So, jetzt wissen wir aber, wir müssen irgendwo, fuck. War hier nicht irgendwo ein scheiß Tunnel gewesen? Geht's auch nach oben, ne? Naja, nach oben und nach unten. Ich glaube, das war irgendwie schon richtig gewesen mit dem Tunnel. Wo ist der Tunnel gewesen? Da war ich irgendwo. Tunnel? Hier, ist kein Tunnel. Na, jetzt muss ich einfach rausgehen, weil ich sehe da hinten ja den Checkpoint. Also den einen Checkpoint. Ich hasse Strecken oder ich hasse auch Spiele, wo du nicht weißt, wo du hingehen sollst und einfach die ganze Zeit mehr oder weniger festhängst. Ich hasse so welche Spiele. Strecken. Na, ich hätte der Typ auch viel mehr geplant. Guck mal, hier geht's auch in den Tunnel rein, aber ist es ein Fake-Tunnel? Nee. Guck mal, hier geht's einfach nirgendwo hin oder hä? Ist das so gewollt oder? Ach Gott. Weil hier ist ja auch noch wieder eine Halfpipe, aber die geht ja auch wieder ins Nirgendwo, ne? Irgendwo. Ins Nirgendwo. Ja, auf eine andere Plattform. Wow. Herzlichen Glückwunsch, die sind wieder unten. Mann, ist das eine dumme Strecke. Oh, leck mich am Arsch. Wie gesagt, ich hätte auch meine eigenen Ghosts angucken können, aber scheiß drauf. Ich habe keinen Bock, hier Ewigkeiten an einer Fuckstrecke zu hängen. Gut. Hol mich wieder ab, Toni 93819. Ich weiß nicht, ob der Name noch irgendwie Bedeutung haben muss. Los, gib mir wieder irgendwas Vernünftiges. Toni. Gucken, ob deine Demo-Strecke irgendwas hier mir gibt. Die muss mir was geben. Die muss mich abholen. Die ist auf jeden Fall dunkel. Ich hab vergessen, wie dunkel einfach alles ist hier. Oh, hör doch auf. Los, dreh doch um, du Scheißwagen. Oh, nice. Restart. Das Gute ist echt, wenn du keine Videos drin hast, Musik drin hast, mit Conner die Treppe, du kannst sowieso auch mal die Fresse halten. Ey. Ja, wenn ich nie was Speed oder so gespielt habe, ey. Wenn du da einmal die Fresse hältst und einmal ganz kurz ruhig bist, sofort springt der Conner die an, ey. Aber sofort. So an sich ist ja nicht schlimm, aber das trotzdem geht das Ding einer um den Keks. Rührer anspreche. Werbeeinblendung. Obwohl Werbeeinblendungen sollen ja mittlerweile überall sein, ne? Habe ich noch nie ausgetestet. Ich muss mal stumpf auf meinen Kanal gehen und irgendein Video anmachen. Ich weiß ja, dass ich definitiv keine Werbung habe. Auf meinem Kanal. Und wenn dann doch Werbung drauf ist, bin ich richtig. Habe ich hier nicht her. Dann hat er das so gebaut. Dass du, nee. Das geht aber hier nach rechts und nicht nach links. Okay, sie sieht stumpf aus, aber sie ist doch gar nicht mal so behindert gebaut, wie scheint. Nur ein bisschen durchdacht hier, ne? Okay, und sie ist kurz.
Obwohl die Zeit rot war. Was? Trotz einer Goldmedaille.